Vonsdorf Bergbau. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts brauchte es in Europa noch viel, sehr viel Kohle. Der Film könnte nach 1965 realisiert worden sein. Er zeigt den westlichen Teil von Vonsdorf vorbei an der Spitalgasse nach Dietersdorf. Die Aufnahmen wurden von der Josefi-Schlackenhalde aus gemacht. Die Eröffnung des umgebauten Arbeiterheimes fand am 2. Dezember 1960 statt. Das Relief am Arbeiterheim von Harald Meyer, Bildhauer in Hetzendorf. Gedreht wurde der Film von Norbert Stephan. Sein Bruder Alfred Stephan und seine Frau waren dazumal Hausmeister im neuen Arbeiterheim. Ja, das war damals der letzte Schrei, Hula Hoop. Jede und jeder legte sich den Reifen um die Hüfte. Hula Hoop, Hula Hoop, wiegen ihre Hüften auf sie. Das neue Arbeiterheim im inneren Bereich, leider gedreht ohne Filmlampe, das war der Arbeitsbereich von Alfred Stephan. Nach jeder Benutzung des Arbeiterheimes musste der Boden gereinigt und poliert werden. Von der neuen und modernen Kaffeemaschine gab's auch den einen oder anderen Kaffee. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Alfred Stephan, gelernter Maler und Anstreicher, von Beruf her gewohnt, Neues und Schönes zu pflegen und zu erhalten. Mit dem Motorrad den Bahndamm entlang nach Dietersdorf. Auf dem Roller Felix Schaden und Erich Bietzka. Und da stand wieder mal der Baum im Weg. Felix Schaden war ein Freund von Norbert Stephan. Felix Schaden und auf dem Sozius sitzt Norbert Stephan. Vielleicht kann er den Buchroller wieder flott bekommen. Die in den Jahren 1858 bis 1861 erbaute Filialkirche zum Heiligen Georg wurde 1957 außen renoviert.
deshalb strahlt sie so weiß und schön. Ein Schwenk von Silweg westwärts Richtung Vonsdorf mit der Woschitzki-Schachtanlage und dem Schieferhaufen. An der Rattenberger Landstraße standen noch Pappeln.